Willkommen zum heutigen Einladungsrennen, bei dem uns ein paar der weltbesten Fahrer eine Sondervorführung einiger ikonischer Sportwagen bieten werden. Okay. Wieso mache ich? Kaufmann, komm bitte. Ja, dann haben wir jetzt nichts mehr oder? Du kannst auf 3 Runden fahren. Ja, ist jetzt langweilig. Die haben eine Scheisskurve da. Ja. Dem großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring losgehen kann. Hm.
Oh, da bin ich schlecht, hey. Boah, 50 nie, oder? Gut gemacht. Hallo? Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Vettel, Hamilton und Valtteri Bottas. Ja. Fürs Erste. Der Holt. Können wir jetzt auch nicht ändern. Qualifying. Ich weiß. Ah. Und willkommen an einem ganz besonderen Ort für die Formel 1 Gemeinschaft, dem Hockenheimring, Heimat des. Wir sind so gut wie bereit und so sieht ja, die Start. Ja, interessiert mich Scheißdreck. Großartige Startposition da, für uns. Start interessiert mich alles nicht. Alter, nie. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Reite dich aufs Kuppeln vor. Ja, habe ich ausgeschaltet. Scheiß Kuppel. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. So gut können wir verteidigen. Hm? So,
So, die Aufholjagd hat begonnen. Ja, bremse doch noch fester! Wie der Behinderte. Immer die Kraft ausdrücken. Ja, tschüss, Reiter. Du kannst Gift drauf nehmen, als weiter so fahren. Das mit meinen Reifen jetzt ist schon, die sind voll am Arsch. Und verarschen. Alter, die Krüche da oben hier. Ui, schön. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Du tust den verteidigen. Läuft. Alles nur im orangen Bereich. Tschüss. So, Schwuchteli. You're next. Kann das sein, dass die KI hier ziemlich schlecht ist? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Wirst mit weichen Reifen weiter. Oh, er redet von Teres. So, Hamilton. Sorry, ich mochte wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Wir den aktuellen Plan durchziehen und es mit dem neuen versuchen. Alles klar. Nein, kannst das du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Hä? Rutschst du von mir? Das ist ja freis... freisere... Reifenfressende hohe Strecke... Nein, ich kann nicht mehr schnurren. Reifenfressende hohe Strecke... Boxenstopp-Fenster ist offen. Das Boxenstopp-Fenster ist offen. Unser
Letzter Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,4 Sekunden. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,3 Sekunden. Sicher der erste reingeht. Hey, das ist ja so eine Hurendreckskurve. Sitzer unten. Ja, dafür. Ja, reift sind am Arsch, ey. Wir stehen parat. Kommt diese Runde rein. Ja, habe ich ja vorne. Du hast ja nicht mehr vorne mit den Reifen. Du hast geschissen. Oh, Vettel kommt da rein. Ja, mit dem Blick draussen. Los. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Das ist mir gar nichts sagen. Oh, Ericsson, auch schön. Oh, Schubi. Oh, noch ein bisschen süßer. Josh Pink Mocker in der Reihe. Hey, das ist eine hohe Krüppelstrecke hier. Markus ist an der Box. Das Mann ist ja auch in der Box. Hintermann beträgt 2,4 Ja, schnellste Runde. Wie sagt das? Teamkollege? Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 24,3 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Das ist doch nicht der Abstand, ich wollte wissen, welcher Platz es ist. Statusreport. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Vettel hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,0 Sekunden. Sie fahren mit
andere Reifen. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Es sind jetzt noch 10 Runden zu fahren. Das ist gut. Da die Kurve nicht runter hat. Ja, schön. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 31,6 Sekunden. Was macht der? Oh ja, ich werde nicht sehen. Doppelt, halt. Oh, da kommt er wieder in die Kurve. Die Reifendaten sehen soweit gut aus. Die Reifen sollen
solltet noch eine ganze Weile durchhalten. Ich hoffe, es für dich, ja. Hört sich nicht so weit hin. Denken wir so weit hin. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ein paar Informationen zu Hemmel. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto, deshalb langsamer. Ja, er macht mit. Ja, da ist Stoßzähne. Abstand zum Teamkollegen beträgt 41,5 Sekunden. Statusreport. Du führst das Feld an. P1. Vettel liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 8,9 Sekunden. Fahr mit alten weichen Reifen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Jetzt sind es noch 4 Runden. Achtung, Achtung! Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ciao, Hamilton. Das 3 Runden, das passt gut. So reifen, heb ich durch.
trifft sich mit dem Hamilton. Ein Liter, was ist noch? Wird da noch was? Gelbe Flagge. Okay, alles klar. Dunkelblau, ne? Ja, das wird der Hälfte überholt. Da ist das was. Das ist nicht der Hamilton dort. Ist der Hamilton draussen? Ja, das ist der Hamilton. Und der ist das... Oh, was mache ich? Mit der Hellblau ist der... Hä? Na, was ist... Ich hab gesagt, die Reiter fahren, ich muss wieder mal laden. Abstand zum Hintermann beträgt 8,7 Sekunden. Ja. Ja. Nächste Sekunden. Ich bin kaputt, ich bin nicht mehr. Ja. Schön. Einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Sauber. Sieht so aus, als wären sie gerade schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Ein großartiges Resultat, das auch den Zuschauern sehr zu gefallen scheint. Eine großartige Geschichte, Sauber hier heute ganz oben zu sein. Ja, ja, ja. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein starkes Ergebnis unseres Weltmeisterschaftsführenden. Mit diesem Ergebnis kann er seinen Vorsprung in der Fahrerwertung ausbauen. Stefan, wer war dein Fahrer des Jahres? Ja, doch, letztes Jahr. Ich würde sagen, Sebastian Vettel. Einige behaupten, er hätte seine Probleme mit Rad-an-Rad-Rennen. Aber wie man heute gesehen hat, ist das Unsinn. Und so sieht es in der Konzentration. Ja, interessiert mich nicht. Trump hat Deutsch nicht pünkt gemacht. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Ich fühle mich super und sind hat sich ausgezahlt. Einfach etwas hörst du anklicken. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Ja, keine Frage mehr. Danke für den Kommentar.